Shalom Aleichem, teure Zuschauer, da redet Reb Neuach. Und da redet Gustavo. Und wir wollen weiterlehnen, der Bäum von Leben von Chava Rosenfeld. Wir halten bei Kapitel 1, Seite 76, da beim Sterndl, wollen wir lehnen weiter. Esher sollen wir lehnen den friedigen Paragraph, ja, da. Ja, warte. Mazur hat gedreht mit dem Kopf. Das darf haben ein paar jüdische Hände. Hört, was ich sage euch. Ich habe Emmets in Verreich. Ein Baluter Jüdl, goldene Hände. Euer Wild kann ich euch finden, wo ihr wohnt und euch zu wissen geben. Samuel hat gern eingestimmt. Ja, ist das geht über eine Rede über Schafe, ja, was ist zerbrochen geworden in auf der Simche. Ja, ist mir noch alles auf der Simche. Ja, und man hat früher diskutiert wegen der Anwesenheit von Jüdischkeit in Kunst. Ja, wenn man sieht der Bild, wenn man sieht der Schafe, kann man schon auf den Ort sagen, sie hat ja jedes beschaffen, sind da Gäste, was meinen als ja, und andere, was meinen als nicht. Als nicht. Meinen als, die, was meinen als ja, meinen als es kentig, ja? Ja. Es kentig von einem Bild, als das ist ein jüdisches Bild von einem jüdischen Maler, ja? Und andere, und man hat euch geredet wegen Sprache, ja? Ja. Also, es ist anders, wenn es geht um geschriebene Kunst. Und wenn es geht wegen Schaffe, Malerei, ja. Wegen ist Malerei, ja. Lodz ist gewesen eine jüdische Stadt, ja. Und Jeden haben gerät wegen die Sachen, wegen Jüdischkeit und die jüdische Riesch, ja, auf der Welt. Und in Malerei, in Kunst und ja, in andere Gebieten euch, ja, auf der Welt und jüdische Sprache ist und so weiter. Ist die Zimbra kommt vor, ja, es ist das neue Jahr, schon was 1938 oder? Schon ist es 39. Ja. 39, es ist 39, ja, und alle sind, ja, alle wissen von Hitler schon und Hitler, ja, es ist ein Schreck und man probiert sich derweilen, ja, auf der Zimche. Gott, die schlechte Neue schweben herum. Ja, man lehnt es etwas in der Zeitung, der Radio euch. Hat euch geredet wegen die Neue durch ein Radio. Und man will sich freuen, ja, man will friedlich sein in der Zimche. Aber ich meine, das ist etwas, was geht darum, der Geschichte, ja. Ja, zerleuert die Gefahr und sie können von die Nazis leuern auf sie, ja, und drücken auf dem Gemüt. Ist gut, lassen wir weiterlehnen. Ja. Den Zorn heben? Ja, in Esszimmer. In Esszimmer seien die Tischen gewesen bedeckt mit weißen Tischtücher. Von sehr blanken dicker Klarkeit haben mir rausgescheint die begildete Leichters, in welche so haben gebrennt schlanke Licht von verschiedenen Kolieren. Sehr Abschein ist gefallen auf die Gefäßer, herumgesäumte mit Gold, auf ein silbernem Geschirr, auf die kristallene Kloschen und auf ein zerfinkelten Besteck. Prachtvoll ausgemeisterte Torten und Kuchen, beputzt mit Zucker und Marzipane Blumen, seine gestanden auf große flache Tatzen. Flache Tatzen. Ja, flache Tatzen. Was ist Kloschen? Das weiß ich nicht. Auf große flache Tatzen und von kunstig geflochtene Keuschen haben wir rausgeguckt in farbiger Ordnung, Kohlhaminen Fruchten, Maranzen und Äpfel, Bananen und Pflaumen und Übersee, Zweigen von Weintrauben. Grüne, ja, also ich meine, also ein Schiss, also ein Klosch, kristallene Klosch, wie ein Klosch, ja.
Ah, gestohlene Was? Schüssel. A Schüssel. Ah, Ja. Klaschen. Ja. Und Besteck? Besteck, das ist Besteck. Goblin, Läpplen. Goblin. Ah, Ja. Geschirr. Als Geschirr, ja, hat er sich. Besteck. Gut, und Kuchens essen. Und Marzipanblumen, die sind in etwas, mein Blumen, ja, oh. Marzipan. Ich gedenke nicht, ich bin nicht das Amazing in die Blumen. Ich euch nicht, aber ich habe gesucht, ich meine, dass das ist Poschetta Blum zu essen, ja, es ist ein Meichel. Ah, das ist ein von Marzipan. Marzipan, gut. Ja. Ist Bananen und Pflaumen und Übersee, Zweigen von Weintrauben. Grüne und grünliche Granatene und Kematschwarze. Sie haben Marot gehängelt von über die keuschen Randen mit volle saftige Käpplach, was haben gerätzt das Eug und dem Gummen. Dr. Michal Levin ist gesessen neben dem Moller Gutmannen. Levins Blick hat sich getunken in dem Licht, was hat warm herausgezappelt von dem leichter Punkt gegenüber sein Pannen. Wegen was tracht ihr, hat Gutmann erfragt getan. Levin hat nicht geantwortet. Wir wollten ihm nicht gehört. Eine lange Weile seien sie gesessen in Schweigen und sie haben beide nicht bemerkt, wenn und wie so die Machize zwischen sie ist kleiner geworden. Wie der Flamm von Licht wird abgebrannt zwischen sie jeder Weitkeit. Der fremde Tisch, die fremde Pennemer, die Wände von dem großen, unbekannten Haus haben sich per Melchel abgeruckt und verschwunden. Die zwei jungen Leute seien geblieben allein mit sich. Lassoff hat Levin sich abgerufen, kaum hörbar und hollendeck. Sie ist in Paris. Das letzte Jahr Medizin. Ich habe sie allein getrieben zum Fahren. Getrieben? Masochistischer Mientreiben. Er hat übergerissen. Wieder ein langes Schweigen zwischen sie, bis das Pannen von Levinen hat sich zerscheint. Seine Augen haben sich eingegessen in einem Flamm von Licht. Ott hat sie sich abgerissen von dort. Punkt wie ich habe sich abgerissen von dannen. Und wir haben sich begegnet in dem Flamm. A gut na jo, Mira, hat Levin still aufgelacht und mit ungerechter Warmkeit verworfen sein Arm herum Gutmannen. Backener Freund. Gutmann hat gar nicht gesagt, es ist nicht nötig gewesen. Es hat sich ihm gedacht, als es herrscht eine große Stillkeit in dem Zimmer, dem Vollen mit Reed und Geklimper von Gefässer. Die ungeladene Stillkeit zwischen ihm und Levinen. Eine Stillkeit, in welcher es haben unsehbar sich gewebt die Fäden von Käuferschaft zwischen zwei menschlichen Einsamkeiten. Gutmann hat abgerissen den Blick von Licht und erfüllt, wie Levins Augen folgen noch seine. Zusammen haben sie geschlungen mit den Blicken die farbige Schönheit, was hat er abgeleuchtet vom Tisch. Gutmann hat sich der Mund an dem schweren Schnee, was ist herabgefallen auf der Stadt, und er hat vermrugelt die Augen. Mit einmal ist das weiße Tischdach geworden, ein Schneetischdach, und auf ihm hat er der Seen die koliervolle Reifkeit von Sommer. Er hat der Seen Fruchten auf dem Schnee. Erregt hat er gehalten das Bild vor die Augen. Es ist reingenommen in sich. Dennoch ist der Schnee verschwunden. Es ist geblieben bloß Kolier, bloß saftige Vollkeit und eine Dämonung von einem Reach, einem süßen Reach, was nur reife Peres von einem mittelländischen, heißen Land geben Marois. Er hat sich abgerufen. Mir seine ja, yeah, das ist interessant. Also, Vermrugen. Vermrugen mit den Augen. Ich meine, vermachen so, oder? Ja, ich habe... Also wie verschmoren?
Farmrugen. Ich habe noch Farmrugen gefunden. Farmrugen. Das ist nicht, was wir wollen. Hat Farmruget die Augen mit dem Moos je es geworden als Schneetisch, der Escherer Zoe. Ja, ich meine euch. Weil verschmuren. Schmuren mit Azoi. Nicht im Ganzen offen, aber als man tut das. Ja, ich meine, es ist euch Azoi. Die Lichtwelt. Das Neueste, was ich hab gefunden habe, ist Vermogen, was ist Dirty Soil. Nein. Das hat gar nichts zu tun mit dem. Also ja, ich meine, es ist euch Azoi. Azoi wie vermachen, aber nicht im Ganzen, ja. Yeah. Wenn er mir will, ja, euch uns sagen in die Kommentaren, Kommentarenkästen, das hat gewesen, sehr interessant. Ja, yeah, was steht da? Er mir zähl, ja, schreibt er auch nicht. Gut. Wir sind gewesen in die Berg von Katalonien. Sie gewesen nachdem, wie die Regierung ist übergetragen geworden von Valencia in Barcelona. Wir haben sich zurückgekehrt von einer verbissenen Schlacht. Ein Verspielter. Katalonien ist abgeschnitten geworden von freien Spanien und wir haben sich gewollt durchreißen durch Francos Chayoles und abgeschlagen geworden. Bei Nacht haben wir gesollt noch einmal probieren. Wir haben marschiert zwischen Felsen, krumme, sandige Wegen, Sam zwischen die Zehen, auf der Zunge, die Penne mir ausgeschmiert mit Stäub und Schweiß, mit Blut, bis Mickey, unser tschechischer Bataillonkommandier, hat gegeben, einen Befehl, sich voneinander zu teilen und abruhen. Gewesen zwischen uns ein französisch Mädel von Reutenkreuz, Margot. Sie hat herumgewandert mit ihr Kästele Medikamenten. Ihr Ponemi gewesen schwarz von Stäub und Müdigkeit. Es ist geworden vor Nacht. Die Sonne hat sich angehoben zu setzen. Ich bin gelegen in Schatten von der Fels. Er ist schon gedrimmelt. Nur mit dem Mal, wie ich öffne die Augen, gucke rauf, der sehe ich über den Rand von Fels in der Heich. Ein grünem Himmel mit schwarzen Sternen. Ich habe sich aufgerissen auf die Fies und ein Bauwisser angehoben zu klettern über die steinerne Terrasses. Ich bin angekommen zum Weingarten. Häufenweis habe ich gerissen die Trauben und angefüllt mit See mein Kask. Wenn ich bin herabgekommen unten, habe ich aufgesucht Margotten. Sie ist gelegen mit vermachten Augen, das Medikamentenkästele ihr zu Kopfens. Ich habe gestubter Weintraub zwischen die Lippen. Ihre Augen haben sich geöffnet und ich habe gesehen, wie zwei Weintrauben lachen zu mir. Gewinne dämmelt, dreist zu Menschen, zu freuen. Ich habe nicht gekannt kein Spanisch, nicht kein Französisch, aber ich habe gekannt den Parol von der Regierungsarmee. No pasaran. Habe ich gerät zu meinen Gewehren bloß mit den zwei Wörtern. Ich habe dasselbe gesagt zu Margotten, stuppen die Gier die Träuben in Mäuler rein. Dennoch habe ich mich geruckt von einem Chaser zum anderen und übergechasert das Spiel. Neu und gewesen mit fremden Menschen, wo sich auch viele Recht zu Neufreden mit sie nicht gekannt. Und da, beim Tisch, wie gut ich verstehe die Sprache und wie. Emmetsons eine schwere Hand operiert sein Achsel. Neben ihm, von der anderen Seite, ist gesessen der Pan Adam Rosenberg. Emmetson hat mir geschrieben. Hat Emmetson kommentiert? Nein. Gut. Was weiter lernen? Ja, also bis jetzt ist der Gutmann ist der, was der Mond sich an dem? Ja.
Nein, Levin ist der. Ah, Entschuldigung, ja, Levin. Levin der Monzig und seine Zeit base der spanische Zivilbürger bekommen, ja. 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 Aber es ist sehr, ja. Ja, früher ist gewesen sehr nicht so ernst und aber ja, ja man hat viele, wenn man hat geschmust, ja, über Jiddischkeit und Jiddisch. Plötzlich hat der Narrativ sich gekehrt zueinander, zu einer ganz anderen Richtung. Also das ganz um der Welt. Das habe ich nicht gesehen schön, kommen, ja. Sie beschreibt sie wie zwei ja. Einsamkeiten. Ja, ja, die zwei Einsamkeiten, Welten, ja, sie sind in Welten, was der weiter von sich, ja. Ja. Aber es ist so schön, wie sie kommen. Und ich habe sich im Ganzen vertieft in der spanischen Milchome und es ist ganz kurz bis jetzt. Ich habe mir nicht so viel gelernt, aber gut, gut beschrieben. Sagt noch, hat der zerwachsene Mann sich herumgetan auf dem Winkel. Ihr seid Tage als ein guter Maler. Ich meine, der Redaktor Masur hat mir noch was gesagt. Ich meine, ist dem Pan Adam nicht eingefallen zu lassen, Gutmannen kommen zum Wort. Eder, er sagt ihm nicht alles, was er hat ihm zu sagen. Auf dem Redaktor kommen sich verlassen. Der Fall, wo befindet sich euer Atelier? Nicht wichtig. Ihr wird kommen zu mir in der Fabrik. Man wird da weggehen, wenn ein bisschen Zeit von der Haven ist. Ich habe öfter 100 Porträten, aber von euch will ich etwas Spezielles. Ich höre, ihr seid gewesen in Ausland, Italien, die Riviere, Monte Carlo, Spanien. Bekannt mir die Erde, Aganeden für Artisten, nur... Darf ich doch euch nicht sagen, die Mode... Oh, es ist ihm bekannt, ja. Bekannt mir ja. Die Erde, ja. Bekannt mir die Erde. Aganeden für Artisten. Nur darf ich doch euch nicht sagen, die Mode. Ich mein, heint geht nicht mehr, in Büsten, zieh blöis Cap. Zieh blöis Cap. Heint geht volle Länge, natürliche Größe. Als er hat geendigt, was er hat gehabt zu sagen, ist er euch nicht gewesen neugierig, was der Maler hat ihm zu entfernen. Er hat herausgezogen von Keschene eine Visitkarte und sie einen Wurf getan für Gutmannen. Er hat sich aufgestellt, hereingestubt, der Zigarrenmäuel, verräuchert beim Flamm von Licht und weg zum gegenüber dicken Tisch. Yeah. Gutmann hat er ausgelassen von zwischen die Finger die Papierrolke, was er hat gehalten in ein Wickeln und genommen. Ist es gehalten in ein oder gehalten in ein? Nein, gehalten in ein. Gehalten in ein Wickeln und genommen die Visitkarte. Masur hat heißt es ihm in Sinn gehabt. Das kommende Herr wird haben gewesen, der erfolgreich von jedem Standpunkt. Er hat umgekehrt den Kopf zurück zu Levinen. In dem Moment hat er sie Gicher der Field neben sich, wiedersehen Mathilden. Sie hat sich gewunden zu ihm und zu Levinen. Und Levinen, was ist das, meine Herren, eure Teller, seine ledig? Das sorgendig hat sie sich weggesetzt auf dem Bänkel, wo Span Rosenberg hat befreit und ungehäuben zu servieren von die gute Sachen, welche sein Gewinn voneinander gestellt auf den Tisch. Die jungen Leute haben sie gefolgt und gegessen. Der Tort, wo sie hat serviert, hat vermogt das selche Madonimdike Tamen, als Gutmann und Levin haben ohne Protest ihr gelassen aufs Nei und aufs Nei voll machen seine Teller. Dennoch ist Mathilde euch nicht gleich weg. Gutmann hat bemerkt, wie ihr purchne Hand streckt sich euch nach der Papierrolke. Sie hat sie aufgewickelt und sich eingeguckt in der Zeichnung. Ihr hat sie gut aufgehabt, hat sie sich zerschmeichelt. Sie ist nicht keine Schönheit, aber ihr Ponym ist ausdrucksvoll. Und zweitens hat sie zugegeben mit mutterlicher Autorität.
Sie sind dem Älter, wenn Frau und Kind begegnen sich. Ihr Autorität. Ah, nein, nein, Entschuldigung. Ihr wollt. Sie sind dem Älter, wenn Frau und Kind begegnen sich. Ihr wollt gedorfen. Ich meine, Junie ist wieder ein anderer Typ. Sie hat sich verplantet. Als, was sie hat ihm eigentlich gewollt sorgen. Eigentlich. Als, was sie hat ihm eigentlich gewollt sorgen und zu lieb, was sie hat sich bei ihm ist weggesetzt neben sie, ist gewesen, als Beis, der Redaktor Masur hat gemacht, Propaganda vergutmannen und ihm geläubt in die Himmel rein, und Tage bei demselben Tisch. In der Zeit, wenn die zwei Jungleute seinen Gewinner so vernommen mit sich, als sie haben gar nicht gehört und gesehen, ist ihr eingefallen, wie gut es wollt gewesen zu haben Samuels Porträt hängen im Haus. Aber der Einfall hat sie zertummelt. Sie hat sich nicht gekonnt vorstellen, ihr Mann, a posierendicken, a ruhig sitzendicken gegen ein Mollers Kanwe. Und sie hat ihm, Gutmannen, gewollt fragen, wie man kann zureden Samuel, wie er säumen kann überhaupt malen, als ein quecksilberdicken, rierfdicken Mensch, wie ihr Mann ist. Ja, sie will also so machen, ein Porträt für ihr Mann. Und man hackt, es ist interessant, man hackt über, als auf Schmues, ja, und man rettacke zu sehr intim. Ja. Ja, all, es sind da auch Menschen auf die auf der Zimmer, ja. Aber man, nur ich, ja. Ich meine, es ist so wie, man will sich nicht zuhören zu Radio, ja. Weil es ist, man hat Meure. Ja. Zuhören ernst und Neues. Ja, ist, man will das nicht, man stellt das nicht tun, man lässt es aus. Ja. Ja? Is ich meine es sind Menschen sind wie Kanalen von der Radio euch und, ja mir geht der Reus Neues ja und soft kosoft haben mir gehört wichtige Neues wichtige Sachen intime Sachen von Michal Levin zwischen guten und Gutmannen ja ja aber Rosenberg kommt hackt über ja, ja er will ein Porträt. Und sie euch. Und ja. Sie euch, Mathilde, ja. Zurück zu etwas Eberflächlich. Ja, es ist interessant. Ott, wenn der Lena hat sich vertieft in eine Beschreibung von Spanien und so weiter, das ist übergerissen geworden und wir sind zurück zu den zu die oberflächlichen Sachen. Ja. Nehm, ja. Ja. Also, Gutmann hat umgekehrt das Bonim zu ihr und gleichzeitig zugetan die Hand zum Kölner zu fühlen, zieh der Riss in sein Hemd ist gut behalten. Ja, noch einmal mit dem Riss. Das ist nicht kein Skiz von eurer Tochter. Was ist ein Skiz, weißt du? Ja, ein Skiz, das heißt mit Zeichen, dass er jeder mit Zeichen, dass er, oder Molt, dass er macht man ein Skiz, ja. Ja. Die Strichen und aber es ist nicht ein, yeah. Das ist nicht kein Skiz von eurer Tochter, hat er sich bei mir zu beherrschen, die Verschämtheit, welche hat in ihr Unwesenheit gefühlt. Voran, reife Freuen, was haben er solche Strichen. Yeah. Sie hat ihm gehört, bloß mit den Euer. Ihr Gedanke ist gewesen, ergens anders. Sagt mir, Herr Gutmann, ist ihr Kohl unsicher und flüsterndig geworden. Glaubt ihr, als ein Moller kann er rausbringen das verborgene Wesen von einem Mensch? Hm. Gutmann ist gleich geworden, Haar über sich. Das ist der Ziel von dem Porträt, das ist der Ziel von dem Porträtist, ja, Madame. Und bloß selten gelingt das. Weil zudem darf man haben drei. Den Moller, wo soll kennen, durchgucken durch ein Ponym und sehen dem Modell, wo soll öffnen das Ponym und losen reingucken. Und dem Zugucker, dem Abnehmer, wo soll verstehen, was er sieht. Mathilde hat nervös aufgeschmeichelt. Gutmann, was hat der Filter der heubene Symbolik in dem Fakt von haben bei sich Levinen,
von einer Seite und Mathilden von der anderen, ist jetzt gewähnt gerät vor dem Mensch Moes, was brecht dadurch alle versiegelte Flachen und greift zu die Samenwurzeln von der Neschome. Voranreife Freuen, hat er bemerkt, guckendick auf dem Skiz in Mathildes Hand. Reife Freuen in Sinn von natürlicher Reifkeit, aber sehr innerlicher Wesens seine noch in Knosp. Nicht aufgeweckt, nicht zeröffnet in sehr Fulkeit, dermal starben sie so, ewige Jugendfreuen in Gefühl leben und greisgreue Bobes von ähnlich und in derselben Zeit. In derselben Zeit. In derselben Zeit. Das von ihm von einem Mensch überhaupt ist, laut meiner Meinung, ein Gemisch von seinen natürlichen Eltern und seinen Schumeltern. Das letzte hat Mathilde der Herd mit allen Kuschen. Jetzt hat sie gewusst, dass der Skiz es gewähnt von ihr. Sie hat gut meinen gewollt sagen etwas, was er hat öfter nicht gewusst. Als die Maß von der Wachung bei der Frau ist euch abhängig von der Art Liebe, wo sie bekommt. Aber sie hat ihm gar nicht gesagt. Sie hat gehalten, als er ist chutzpedig und frech zu reden zu ihr auf dem Öfen. Vermählich hat sie angehoben zu zerreißen die Zeichnung und zerflicken in ihr Gedank dem Porträt von Samuel, welchen sie hat nicht bestellt. Sie hat gelassen auf dem Tisch die zerpitzelte Stücklich Papier, sich rausgestellt, aufgestellt und schmeichelndig freundlich zu den übrigen Gästen beim Tisch, hat sie angehoben zu kommandieren mit Dreseln der Köchin und ihrer Armee, was seinen herumgegangen herum die Tischen und voneinander gegossen in die Tassen, Bürsten, Reuten, aromatisch der frischen dicken Tee. Sehr schön. Die Gäste haben gesuppt die Tee und Suppendick gehabt die Gelegenheit zu betrachten sich gegenseitig, zu haben ein paar eigene private Machschaves und abzuhappen ein bisschen dem Atem. Die Bänder von den Freuden haben schon gehabt, verloren sehr früh ordentliche Frischkeit und das Trinken die Tee hat sie der Leute nachzulassen, auf eine Weile die Pflicht zu sein interessant und charmant. Euch die Männer seien schon weit gewesen von sehr frierdicker Aufgeräumtkeit und Heiterkeit. Sehr Penner seien schon gewesen schlabberig, die Augen unter Gebet mit Kischelach. Bei dem und jenem hat schon gesprotzt an ordentlich Bärtel herum der Gombe. Doch seien sie gewesen, ein ordentlich Bärtel, ist das ein 5 o'clock shadow? Ja, das ist ein ordentlich Bärtel herum der Gombe. Doch seien sie gewesen, die erste anzuknippen auf Snei, dem allgemeinen Schmues. Und zugleich mit sie, die Direktorke, Frau Feiner. Sie hat geführt Tisch zwischen die jüngeren Gäste und mit der pädagogischen Disziplin dirigiert mit der Diskussie wegen Gleichberechtigung verfreuen. Bei einem anderen Tisch hat der Professor Hager suppendick hilchig die Tee und losendick sie herabrennen auf seinen spitzigen Bärdel. Zwischen einem Supp und dem anderen erzählt seine beliebte Anekdoten von seiner Schulpraktik. Der Dr. Harkavi wieder hat bei seinem Tisch geschotten von Arbelereus seine Doktorsgewitzen und meistens von seiner goldenen Jugend. Und der Herr Adam Rosenberg ist nicht geblieben hinterstellig mit seine pikante Zichreunis von den studentischen Jahren, wenn er hat sich noch herumgetragen mit der narrischen Ambitie zu werden ein Advokat. Beim Tisch, wo es seine gesessen Masur und Samuel, hat man geschmust Politik oder Gicher geführt auf einen akschenden Vakuach wegen der Rolle von jüdischen Siem-Deputat. Siem, ich meine, das ist der polnische Parlament. Siem Deputat, Reb Label
Reb Leibel Minzenberg und wegen der Stadt-Lohnes-Taktik von der Gute Partei. Same, Entschuldigung. Same Deputat. Same, ja. Das ist gewinne Parlament, ja. Gut, ich muss lernen. Beim Tisch, wo es einige gesessen, Mazur und Samuel, hat man Geschmurspolitik oder Gicher geführt, a verachteten der Kuach wegen der Rolle von jüdischen Sejm-Deputat, Reb Leibel Minzenberg, und wegen der Stadt-Lohnes-Taktik von der Agude Partei. Ist das das Parlament? Ja, und Stadt-Lohnes ist Lobbying, ob es sein? Ja, Stadl sein. Ja. Ja, also ich bin ein Deputat von dem Parlament, von dem polnischen Parlament. Gut, und dort, wo der Moller Gutmann und Michal Levin seine gesessen, hat der Panu Umkowski mit Geuss Pathos erzählt wegen seiner Auftun in seinem Säumemhäus in Hellenovik. Gut. Die Tür von Essener ist gewähnt vermacht. Man soll nicht stören die Zuckermanns Töchter in sehr Schlaf. Sie haben sich schon gehabt, abgesegnet mit den Gästen und verlassen den Ball. Aber geschlafen seien die Mädels noch nicht. Junior hat sich herumgejagt über den Korridor mit Renjen, der Njanjen und sich gerätzt mit ihr, was sie kann sie nicht haben. Und Belle ist gestanden auf die Treppen und gewartet auf der Schwester. Umgerichtet hat der Glock bei der Tür sich zerklungen und auf der Schwelle hat sich bewiesen, als erwachsener, vollleibiger Bocher mit einem offen, frostig verräutelten Pony. Von unter dem papierenen türkischen Hitler, was er hat getragen auf den Kopf, haben sich affärgekreiselt, verschneite Kutschmisshaar, was seinen Punkt wie sein nasser Granatener Gymnasiummantel gewehen Porrischt mit farbige Sticklach-Konfetti. Sticklach-Konfetti sein in euch, Gil. Ist das geporrischt oder gepushet? Baporisch. Mindestens mit 10, ich weiß, weil... Bapushet. Nein, also oder ist das porrisch? Ich meine, das ist voll mit Pinklach von die Konfetti, ja. Also, mit farbigen Stecklach Konfetti. Ja, also okay. Ich weiß, auf Hebräisch ist es da Lifrosch und yeah. Lifros. Also Lifros ist zu verspreiten. Ja. Yeah. Ist Baporisch. Baporschet? Baporset. Baporset, auch mit der Zinn. Ich weiß nicht, ich habe da gesucht, aber gar nicht gefunden. Eine Minute. Versuch noch. Wo suchst du? In Wörterbuch. Okay, gut. Comprehensive Yiddish English. Gut, das ist wichtig. Boris. Ich habe nur gefunden. Boris. Ja, yeah, ich habe nicht gefunden. Aber warte eine Sekunde. Ich schreibe das jetzt. Nein, ich weiß nicht. Konfetti seien euch gelegen auf seine dunkle Bremen. Ich meine, also das ist ein Hebraism, ja? In dem Sinne legt sich auf den Zeichel, meine ich. Ja, yeah. Gut. Baporissen. Baporissen mit farbigen... Ich weiß nicht, ja. Farbige Sticklach-Konfetti. Sticklach-Konfetti seien euch gelegen auf seine dunkle Bremen, geklebt zum scheinendicken Stern und zu die zwickreute Backen. Der Bacher hat ausgetan die Kaloschen und herabmachen dich dem Kölner von Mantel, a Lach getan zu Junien. Servus, Kleine. Meine Alte seien noch da bei euch. Junien hat a beleidigte Verzeugen das Nessel und ihm reingelassen in Korridor. Bald ist untergekommen Renje, die Njanje, und erklärte dem Kavalier, als ja, die Panstwo Rosenberg seine noch da und als der Kavalier soll sich äußern und als in Esszimmer trinkt man Tee. Der Bacher hat Kunzig und Gich herabgetresselt von sich dem verschneiten Mantel, geworfener Blick in Spiegel daneben und herabgenommen das grüne, papierene Hitterle von Kopf. Willst du es, Kleine?
Junier ist gestanden mit beiden Händen verlegt auf hinten und ihm wenig betrachtet. Ich bin nicht kein Kleiner, hat sie ihm zu wissen gegeben. Ich bin 15 Jahre alt und bin die Hechste in meiner Klasse. Entschuldig, hat der Bocher verzeugen sein Pony mit dem gemachten Ernst. Ich habe nicht gemeint, dich zu beleidigen. Ich rufe alle Mädchen so, auf mein Wort, auf alle die, wo seinen 18. Er hat sich der Nenter zu ihr und angetan das türkische Hitler auf ihr Kopf. Sie hat sich von ihm gelassen. Der Bacher ist ihr befehlisch gefallen geworden und das Hitler euch. Er hat sich eingebeugen zu ihr euer. Auf viele meinen Mamen rufe ich, Kleine, und sie hat es darf geliebt. Er hat verricht dem Krawatt und sie genommen unter den Ohren. Komm, was sei mein Dame beim Tisch? Also wer ist der Bocher? Sein Name schon gesagt geworden? Ich habe sich verplantet. Sein Name nicht, aber... Ah ja, er ist schon gekommen. Ja, aber sein Sprache, ja, Rosenberg. Ja, er ist von dem Sprache Rosenberg. Rosenberg, seine Eltern, ja. Junior hat sich wieder angeschmarrt. Ich muss gehen schlafen. Da hat sie bemerkt, als dem Bachers Augen haben sich verhalten auf die Treppe, wo Bella ist gestanden, beweglos, angelehnt, unparentsch, wie sie wollte gewesen, zugewachsen zu ihm. Das ist meine Schwester Bella. Sie geht schon euch schlafen. Sie ist bloß ein Jahr älter von mir, hat sie erklärt. Der Bacher hat abgelassen ihr Ohren, gemacht ein paar unsichere Tritte in der Richtung von Esszimmer und mit einmal sich umgekehrt zu den Treppen. In einer Weile herum ist er gestanden vor der zertummelten Bellan. Servus, hat der Tresel getan in der Hand. Wir kennen sich doch. Bella hat erfüllt, wie die Knien heben sich an, brechen unter ihr. Das Herz, was hat in ihr so stark geklappt, als sie hat es gekonnt herren in ihr Mäul, ist mit einmal stehen geblieben. Herum ihre Augen ist geworden heiß und stechig und sie hat gefühlt, wie die Hitze zergießt sich von den Augen herab zu den Backen, zum Hals und geht sich voneinander über ihre Hände, was seinen im Ganzen ohnmächtig und schwach geworden. Sie hat sich bei schum Eufen nicht gekontrollieren von Ort. Sie öffnen das Maul, sie erschockelten mit dem Kopf. Sie hat ihn gesehen wie durch ein Näppel, wie in einem Cholm. Mietigen, dem Bocher, mit welchen sie fleckt in ihre Träumereien, Firren, endlose Schmusen. Sie hat Meure gehabt, als er wett wie in einem Cholm, bald lassen sie stehen und verschwinden. Was weiterlehnen? Ja. Noch da ist untergekommen Junior. Du bist gewesen auf der Maskenball, Lemes, hat sie als Sturche getan, dem Bocher als so familiar, wie sie wollte ihm schon gekannt an Ewigkeit. Und was ist gewesen dein Kostüm, ha? Bist neugierig, Kleine? Hat der Bocher nicht darauf genommen, die Augen von Bellen. Ein Badkostüm ist gewesen mein ganzer Kostüm. Ich habe vorgestellt, Tajanen. Was ist Tajanen? Das ist ein Omen. Ich habe vorgestellt, Tajanen. Ja, ein Badkostüm ist gewesen mein ganzer Kostüm. Ich habe vorgestellt, Tajanen. Das ist ein Mensch oder ein Min? Ah, Chan. Nein. Tajanen. Ah, sollst ausgehen die ganze Stadt Lodge und die Umgegend wirst du noch Asa Tajanen nicht gefunden. Also ich hab Chan gefunden. Tab, Vat. Nein. Das. Tajanen. Sie hat etwas getragen und hat euch gesehen. Die getragen etwas Tajanen, aber euch. Oder euch gesehen wie Tajan. Ja. Tajan. Bis neigere Kleine hat der Bacher nicht herabgenommen, die Augen von Bellan. Ein Badkostüm ist gewesen, mein ganzer Kostüm. Ich hab. Ah, Badkostüm. Ein Bad. Ja, Escher ist das ja ein Bad. Ah, das ist von ihm. Ja, er sagt das. Ja. Mietig hat ein Bad.
Ja, es hat, du hast gefunden Schan und das heißt Wanne? Nein, das heißt vat, tub. Gut, a tub. A bod is a tub. Also ja, hat vorgestellt Wannen, ja, Bodwannen. Er witzelt, ja. Ja. Er macht das, ja, yeah. Spaß, etwas. Ja, ich meine, es ist, ja, es ist so. Juni ist gewesen voll mit Bewunderung vor ihm. Sie hat ungehabt seine Hand. Komm, setz dich mit uns auf einen Augenblick. Da auf der Steg. Und sie hat ihm zusammen mit Berlin ein Ziegeton herab mit sich. Bald seien sie alle drei gesessen auf der obersten Steg, zugepresst, Ohren zu Ohren. Nu, der zählt wegen dein Ball. Hat sie umgestellt auf ihm einen neugierigen Schnabel. Der Bocher hat gezogen mit die Achseln. Der zählt wegen Ball. Auf ein Ball darf man sein, Kleine. Es ist nicht kein Meiße, zieh vielen. Man weilt sich und das ist alles. Nicht das Ei, hat er sich gewunden zu bellen und hereingenommen ihre Hand in seiner. Was weiß sie? Sie, es ist das Ei, hat Junior an enttäuschte ausgerufen. Sie geht euch nur auf den Tattens, Bella, Punkt wie ich. Bella hat gefühlt, wie Mietex Finger winkeln. Winkeln sich heißer um ihre. Jetzt ist sie gewinn sicher, als sie holmt. Weil nur in der Holm hat man gekonnt, Otter so ungerecht und bloß im Dick, barriert wären von dem, zu wem man bängt, so lang. Und nur in der Holm hat man gekonnt, fühlen, wie der ganze Körper, die nicht schon mehr und alle Huschim, wären mit der Maul so klein. Sie lassen sich einschließen in die Finger von Emmetsens Hand. Sie sehen es, ich gehe nicht auf kein Bälle, hat sie ausgestammelt und er fühlt, wie eine Warmkeit zergisst sich über ihr Rücken. Mietigs Hand hat sich geglitscht über ihre voneinandergelöste Zepp, längeus ihr Plätze herunter zum Tiel von ihr Kleid und ihr Lize. Deal, ja. Mhm. Lass mich sehen, was das ist. Deal. Ah, ich meine, wir haben das schon früher gesehen. Auf Englisch ist es Tolle. Tool. Ich weiß nicht, wie sagt man das auch aus. T-U-L-L-E. T-U-L-L-E. Ja. Das ist etwas. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Ein Stoff, ein dienerer Stoff von einem Kleid. Weißt du, also Tolle trägt, das selche. Es ist ein Minenstoff. Ja, es ist ein Stoff, yes. Sehr Adin-Stoff. Sehr Adiner Stoff. Ja, ich sehe. Ah, oh, ja, ja, das hat. Man kann sehen durch dem Stoff. Eine Sekunde, ich will das weisen. Ja, es ist gedei. Das ist das. Ja. Ja, das, von einer Kleid, von einer Kostüm. Ja. Ja, es ist für euch. Es mir. Also man sagt Tüll, der Tüll, ja, auf Jiddisch. Ja, Artis, Epis, Artis ist. Also, ja, der Tür. Gut. Also, Mietkes Hand. Warte Sekunde, ich darf weisen. Ja, bitte. Gut. Ja. Mietkes Hand hat sich geglitscht über ihr voneinander gelöste Zepp, längweise Plätze, herunter zum Tür von ihr Kleid, unter die zerschottene Haar und genommen Griechen zu ihr Kark. Er hat mit den Fingern eingeklammert ihr Hals wie mit feierdicken Reifen. Hab nicht kein Meure, hat Junior sich schon genommen kochen. Wenn nicht sie, wollt ich schon gehabt gewesen, auf nicht den Ball. Sie ist dem Tatens Töchterl. Alles, was man sagt, folgt sie. Der Pfarrer muss sich euch leiden. Sie hat einen Klapp getan mit den Fäusten an ihre Knien. Aber ich lasse ich nicht. Ich kämpfe für meine Freiheiten. Mietek hat gewunden zu ihr einen vernäppelten, abwesenden Blick. Was für Freiheiten meinst du? Was heißt, was für a? Ich will nicht sein kein Dalke, kein Marionettke, Tate Mames Terterl. Ich hab mein Leben euch. Und sie meinen, also ich bin sehr Eigentum. Eigentum. Eigentum.
Was a Stege wolltest du getan, was du kannst nicht? Ist der Bacher schon neugierig geworden? Ich will sein frei, du darfst verstehen, du bist frei. Der Bacher hat euch geschossen mit einem unbequemen Gelächter. Wenn du weißt, wie gefährlich die Freiheit kann einmal sein, besser als du weißt nicht, Kleine. Juni hat ihm angeguckt mit Schad. Bist schicker. Sie ist gewinn beleidigt. Der Bacher hat abgehäusigt von ihr und sie hat mehr nicht gewollt haben mit ihm zu tun. Sie hat sich aufgerissen von der Treppe und sich ein Jog getan herab. Läufendig hat sie herabgerissen das grüne, papierne Hittel von Kopf und es ein Wurf getan hinter sich. Renia, die Nianje, was hat gewahrt unten im Korridor, hat untersparendig den Rücken mit der Faust genommen, Treppchen nach einem läufendigen Mädel. Du bist nicht so ausgebenkt nach der Freiheit wie dein Schwester, ha? Huh? Hat Mietke zugebeugt, dem Kopf zu bellen. Ich will sich frei. Hat sie gestammelt, glücklich und erschrocken zu bleiben mit ihm allein. Nicht die Freiheit, meine ich. Ich meine die Hemmnisse. Zu tun, nicht zu holen. Verstehst? Demal schreck ich sich vor mir allein. Sein Atem ist gewesen über ihr Euer. Sie hat erfüllt den Reach von Bronfen, was hat geschlagen von seinem Maul. Er hat sich zugepresst zu ihr, vernurret die Nase in ihre Haar. Ihr Bonim ist gewesen in seiner Hand. Vor was schreckst du sich, vor sich allein? Hat sie gefragt. Ich weiß nicht. Wenn man ist frei, fühlt man erst, wie versklavt man ist, zu dem Befehler in wenig. Was nicht ständig weißt du, was er will, du begreifst. Du der Mons mich, weißt und wemmen, ohne Nonne, mein Wort. Und du weißt, mich zieht zu Nonnes. Eppes ist da in See, was regt ohne Mann. Teilmal fühl ich ein Begehr, wenn ich sehe eine Nonne vorbeigehen im Gas und in einer weißen Schleier an eingehielte Säubere. Interessante Nonne. Sieht der Monty mit einer Nonne? Weil in einer, was, eine Manaschke? Weil er, wir kennen nicht, weil sie schlafen, sie tauren nicht schlafen. Ja, also Anone ist ein Name auf Englisch. Yeah. Ja, ziemlich. Yeah. Also. Er zieht sich zu See, aber er kennt sie nicht top. Und wenn er sieht See vorbeigehen, hat viel Tiere, aber gerne weniger. Und er hat Meure vor sich. Ist er ein Erwachsener? Ja, ich meine es ja. Und sie sind Kinder. Älter wie sie, ja. Kinder, wo sind, sie ist 15 und sie ist 16. Ja, wir wissen nicht, wie alt er ist, aber wir sind älter. Älter, meine ich. Ja. Und er ist verschickert. Ja, er ist euch verschickert. Ball, ja. Aber sie hat, sie ist verliebt in ihm. Ja. Schön und er spielt verliebt. Sich mit ihr Haar und so weiter. Ja. Und der nennt er sich zu sie ihr. Sehr und redet jetzt wegen Bagären und so weiter. Und Meure oben von sich. Und Nonnes. Und Nonnes. Lass mich sehen. Bella ist gewesen, herumgemäuert mit seinen Ohren und hat sich gefühlt fremd zu sich allein. Sie hat sich getreißelt. Also. Sie hat sich gedreißelt von Kälte. Ihre Augen seien gelaufen, da über sein Pony, da zu der Tür vom Esszimmer, da herab zu der Seite, wo Junie mit Tränen seinen verschwunden. Umgerecht hat sie bemerkt, ihre eigene Hand auf seinen Brustkasten, trotz der schönen Krawatte. Du verstehst mich, sag, hat er gefiert dem Spitz von seinem Nase über ihr Nacken. Lass mir sich ergetz treffen in Stadt. Morgen, willst du? Ich bin vernommen. Sein Maul ist gewesen über ihren, reut und feuchtlich. Ist übermorgen. Morgen, Abend, wart auf mir beim Staschitzpark. Sie hat sich herausgerissen von seinen Ohren und blonderndig mit den Fies sich erschlagen zu der Tür von ihr Zimmer. Einfach was nicht jetzt. Ja.
Das ist sehr schön. Er ist schicker, aber es ist schön. Ja. Gut. Aber die Sache mit den Nonnen war umgerichtet. Das ist auch dir gewesen. Ist einmal gewesen über ihren, ja. Ja. Ja, sie ist sehr intim. Aber nur, Sofko ist sie allein. Ja. Sie ist Junior, hakt überall. Ja. Sie ist so gierig nach Aufmerksamkeit. Es ist nicht zu glauben. Lass sie schön ab. Ja, ich habe ein paar eine Weile, ja, ein bisschen. Also, ja. Sie gewesen zufrieden zu sein mit ihm. Ja. Allein. Ja. Anna Nonne, mein Wort. Und du weißt, mich zieht zu Nonnes. Sie weiß Weiter? Ja. Okay, in Fenster von Esszimmer hat er reingeruckt, der bleiche Gräu von einem neuen Tag. Die Frauen haben gebänkt zu ihren Betten und puchene Perines. Sie haben schon von lang aufgehört, noch zu folgen dem Schmues bei den Tischen. Das Genitzen in die batistene Tichelach ist geworden ansteckendig und man hat es getan gruppenweise, tischenweise. Batistene, Ja, Eminent. Batistene, das weiß ich nicht. Das Genitzen in die Batistene Tichelach ist geworden. Batisten, gemacht von Cambric, das Von ist der Cambridge. Stoff, ja. Eure Stoff, ja. Die Teller auf die Tischen sind gewesen ledig von Speis, aber voll beworfen mit Scholichser von Früchten und mit Restlach von nicht ausgeräucherten Zigarren. Die Teller haben um sich gewahrt, als Resel die Kechen oder wer von ihren Aushelfer soll sie aufräumen. Resel ist gesessen am Miede in Kiech, neben ausgehendicken Euven und mit Barbarin, der Katz auf ihr Barbaren, Sch ja. ja, Barbarin? Barbarin, Ja, ja, ja. Barbara, ba Ah, Barbarin, ja. der Katz auf ihr Schoß, gehabter Dremel. Renje Dinanje hat gejimjet auf die Treppen und der schickere Wojciech ist gesessen im Korridor und geschnorcht. Haltendick dem Kopf verworfen über den Anlehn von Benko. Der letzte gebliebene Zorn in sein zähnlosen Maul hat, wie ein Ausrufzeichen, gestrascht zum Sufitarauf. Die einzige in Esszimmer, was haben nicht der Reus gewesen, kein Mietkeit, seine Gewehen der Maler Gutmann und der Dr. Michal Levin bei ein Tisch und Samuel mit Masuren bei ein anderen. Die zwei junge, erst geworene Freund haben vertauscht zwischen sich abgehackte Wörter und lange Schweigenischen. Aber beide seine Gewehen wach und wie beneidet doch dem Wunder von gefinnen sich. Die zwei alte Freund Samuel und Mazor, seine gesessen Knie zu Knie, sich gehalten in ein der Gießen, kalte Tee von den Krugen und haben Geschmack geschmust. Samuel hat noch was verendigt, die Geschichte wegen seinen Eltern, Reb Shmuel Cheskel Zuckermann. Er hat erzählt Masuren, wie er so hat der Seide hat sich erschlagen, abzukaufen das Haus auf Novomieski-Gasse. Von wannen die Zuckermanns haben sich nicht lang zurück ausgezogen. Und sich ausgekämpft kämpft das Recht zu wohnen darin. Und ich, mein Freund, hat Samuel ausgeführt, sein Ohreinickel vermag nicht kein bissel von mein Seidens Kampflust. Ja, sein Ohreinickel vermag nicht kein bissel von mein Seidens Kampflust. Masur hat nicht eingestimmt mit ihm. Und die Fabrik, was er hat voneinander gebaut und der Mischer, was ihr führt, das ist gar nicht. Bäuen, meint er, ist nicht kein Form von Kampf. Das Beikommen Störungen und Gehen zum Ziel bedeutet gar nicht. Eube wollt wissen, ist Bäuen öfter die einzige berechtigte Form von Kampf? Ich meine das,
hat Samuel ihm übergeschlagen. Ich meine etwas, was man ruft Ideal. Kämpfen für ein Ideal, mit welchem das Leben soll sein verbunden, wie man sagt das persönlich. Ich habe das nicht. Ja, ich halte von jedes Land und ich halte sich für ein Zionist, aber lass mich nicht genauen. Zu gehen wäre ein Pionier in Palästina, vielleicht nicht kein Verlang. Man sehe, ich wäre ein Pionier. Ja, ja, ein Pionier, hat man so untergehabt. Und doch, euer Seder hat öfter euch nicht gehabt kein Ideal, bloß ein Willen zu verbessern sein Lage. Und Zionismus ist öfter euch nicht kein Ideal. Bloß ein Willen von Erfolg. Und Sozialismus ist euch nicht kein Ideal. Euer Willen sind nicht auch kein Ideal und euer Willen sind das als Ideal. Euer Ausbau in die Fabrik, a viele Art das neue Haus, ist euch a Verwirklichung von einem Ideal. Samuel hat gedreht mit Kopf. Ich meine etwas, was soll nicht sein, was soll sein nicht bloß für meinen eigenen Teufel. Nur gut, euer Soll kann man sagen, als es seinen voran Idealen von verschiedenen Kalibers. Es gibt der Häubigkeit das Gefühl von haben wir gemeinsamen Ideal mit deinen Mitmenschen. Es ist gut für ein Gewissen, für der eigene Moral. Man fühlt sich nicht so egoistisch als Emmes. Aber der Kampf von Jochid für seine persönlichen Idealen ist nicht wegzumachen mit der Hand. Als sagt er, als eier Seide gewähner Pionier, ein Grundleger von jüdischen Mischer in Neustadt. Nun, meint er, als er hat sich Dacke gesehen in dem Licht, doch schätzen wir ihm also ab und also ist euch mit euch. Ihr geht sich nicht ab, kein Cheshben, als mit den Verwirklichen eure private Ambitions spielt er gleichzeitig eine wichtige Rolle im Leben von Klau. Avade wird nicht geschaut, als der Zionismus so leicht angehen, ein bisschen mehr, wie er geht euch an. Wie er geht euch an, aber wer bin ich zu braven euch Moral? Die Erste hat sich aufgestellt vom Tisch, die Frau Harkavi. Ihr schöner, blonder Kopf hat sich kaum gehalten auf ihre Achseln. Die Leckerlach herum ihr Stirn, also kunzig und gleichmäßig verdreht, seinen schönen Hipschlag losgewehen und seinen in schläferischer Unordnung gehangen über ihre Bremme. Die Bläugkeit von ihren lalken Augen hat karger rausgeminiert von unter die schwere, herabfallendige Augenlepplach. Schmeichelndiger weiten Schmeichel hat sie sich entschuldigt vor Mathilden, was sie hat in die erste zu zerstören, als sah prachtvollen Ball. Aber Mathilde versteht doch, Avade, als ihr Mann, der Dr. Harkavi, muss kommen an ausgeruhteren Spital. Jetzt haben die anderen Freuden leichter abgeatmet und Mathilde allein euch. Man hat sich angehalten, über zu winken mit den Männern und sie ziehen diskret vor die Arbo. In einer Weile herum seien schon alle gestanden auf die Fies. Man hat sich gestupft im Korridor. Wojciech, ein Halbwacher, hat zusammen mit Samuel genommen eine raushelfende Gäste beim Anton die Malbuschen. Der Gedanke, als endlich hat sich alles geendigt, hat allen aufgeheitert. Mathilde hat lebhaft der Lang die pochne Hand zum Kuschen. Man hat sich noch einmal gewünscht, ein gutes neues Jahr und mit dem Schlaf in die Glieder sich machneweis ein rausgeschotten in feuchten, kalten Frühmorgen herein. Also ich meine, es ist aufheitern. Aufheitern, das gesucht, mehr ja. Nicht, das wird geheitert, ja? Ja, aufgeheitert, ja. Ja, mehr nicht, ja, aufgeheitert, wie früher, ja. Ah, nun, sie sind aufgeheitert, weil es hat schon geendigt und sie sind sehr müde und wollen sich legen schlafen, ja? Ja. Aufgeheitert.
Zabuel hat verworfen auf sich den Mantel und räusper glätten die Gäste. Einige seien weg zu Fuß. Vor dem Erster hat Zabuel verhalten ein Droschke nach der andere. Er hat gekuscht die Hände von die Dame, sie geholfen unterhalten die lange Kloschenkleider beim Raufsteigen auf die Trepplach, sie geholfen sich aussetzen auf die Weiche gesessen unter die aufgestellten Beuten. Er hat noch dem und jenem zugeworfen auf freundlich Wort, dem letzten guten Wunsch. Bis die Kutschers haben mal Schmeiß getan, die Feld, und die Räder haben genommen, sich keikeln über den weiß verschneiten Bruck. Geblieben allein hat Samuel paar Milch genommen, Speisen zurück zum Haus, der frisch aufgetrottene Schnee, was hat geschaffen, als Deschke von Trottoir bis zu der Tür, hat ausgesehen wie ein ungleicher Riss in einer weicher, glatter Perine. Mit dem Mal ist ihm befallen, ein Geschick sich aber wegzutun. Er hat genommen Wojciechs Schufle und angehäuben auszugleichen die Steschke. Er wegschieten dem Schnee zu beide Seiten zu. Er hat gearbeitet gier. Alles in ihm ist gewesen wach und unruhig. Das Bild von seinen Eltern Seiden, was hat in sein Dämien angenommen, die Strichen von seinen eigenen Taten, hat ihn nicht zur Ruhe gelassen. Er hat sich noch einmal und noch einmal übergefragt. Sie ist in ihm Tage voran etwas von Serkojach und Akschones. Die elektrischen Lampen auf der Gas, was haben sich Bleche gewiegt mit dem Wind, haben wie weiße, kaum sehbare Sterne sich ausgelöscht, einer nach dem anderen. Der erste Tag von Jahr 1939 ist gewesen angehäuben. Wow. Ja. Ja. Alles mit dem Ball. Alles Ball. Nein, mit dem Neujahr. Ja. 1939. Ja. Wie voll. Ach, gut. Der erste Tag von Jahr 1939 ist für Samuels Tochter Bellan nicht gewesen kein Maseldicker. Eine Kranke von der Wartung ist sie jenem Abend gelaufen zum Stagitspark, sich begegnen mit dem Jettigen, dem Bacher von ihrer Geläumnis. Dort hat gewartet auf ihr nur eine frostig weiße Stillkeit. Die Schönheit von einem pusten, verschneiten Garten, was hat brutal sich eingekasmet in die Korin, wie das Ort von ihrer ersten größer Enttäuschung. Der erste Tag von Jahr 1939 ist euch für Samuel nicht gewesen, gar kein Maseldicker. Emmett hat ausgehackt die Größe, vorrentige Scheu von seinem Geschäft und auf der Mauer beim Reingang zu seiner Fabrik ist mit fetter, schwarzer Farbe gewesen aufgeschrieben. Jidje d'or Palestine. Palestini. Jidje d'or Palestini. Sehr ironisch, ja. Ich meine, das ist Jid geht zurück zu Palästina, kein Palästina. Ja. Also Bella ist gegangen zum Park und hat sich nicht getroffen mit dem Bacher, was habe ich verstanden? Nicht getroffen. Er ist nicht getroffen. Das ist der größte Enttäuschung. Er ist nicht gekommen. Nur die Stillkeit und die Frost hat auf ihr gewartet, ja. Ja. Nur er ist gewesen schicker auf der Simche, ja. Ja. Und er, unser Samuel. Weiß ich euch, dass er hat nicht die Nonne so säule. Ja. Er ist nicht gekommen, ja. Yeah. Ja, ein starker Soff, ein Kapitel. Ja. Jidje do Palestini, ja. Er ist nicht gekommen. Und seine Fabrik ist gewesen befallen mit einer antisemitischen Schrift, Aufschrift, ja. Ja. Es ist nicht doch kein es ist nicht doch kein Liebe. Das ist nicht doch kein Liebe und
Und jeden seinen Nächte, der wünscht ihn. Yeah. Das ist der. Er hat Feinde jeden. Ja, es ist interessant. Ja, es ist da etwas. Ich meine. Also, er hat das geschrieben, auch die zwei Paragraphen zu kommen, noch ein Stern so zum offenen Kapitel. Ja. Ja. Die zwei Sachen. Ja. Ja, es ist interessant, wie sie hat das Eis, für was sie hat das Eis geklebt. Ja. Sie, ja, ist Bella nicht, ich meine, es ist interessant, ja, gegenstellen, das romantische ja. Liebe mit Hass, Antisemitismus. Ja. Wow. Ja, lassen wir sich abstellen da. Ja, wir können sich abstellen, doch versteht sich. 88 Seiten. Das gewinnt ja. Das erste Kapitel. Das steht von 88. Ein hübschlanger Kapitel, ja. Ja, und gelähnt wegen Azaz Zimche so lang. Ja, man wohl gekannt, rufen ihr Kapitel den Tegelnäfscher. Wenn es sollte gewinnen bei Zimmer Katlassen mit Heim Graden. Ja, man kann es rufen die Zimche. Ja, die Zimche. Das ist die. Mehr oder weniger, was ist geschehen, ja. Das ist das Zimche-Kapitel. Ja. Aber wichtig, was es kommt vor Punkt in dem Jahr auf Neujahr. Was wird, man weiß nicht, wenn es morgen es wird sein. Was wird der Zukunft sein? Was wird geschehen? Ja. Ja. Wow. Und mit einem Jahr, da wartet man doch mit Besuches von dem, was wird kommen, ja. Und schon in Anhieb von dem Jahr hat Bella sich tief enttäuscht und Samuel Azar Aufschritt in sein Fabrik gelegen. Es fällt etwas. Es fällt Liebschaft, ja, und Liebe zwischen Menschen, ja. Ja. Und es fällt, und Samuel tracht, er will wissen, er tracht wegen dem, sie es fällt ihm, Koyach. Ist er so stark wie seine Office? Und er sucht in einer Krise, ja, in einer geistigen Krise von Idealen. Er sucht etwas, er spürt, dass etwas fällt in ihm, was er hat nicht gefällt bei seinen Ureltern und wie sagt man das? Mir fällt das Wort. Others. Ja, others, ja. In, was meinst du wegen dem, was Mazur hat gesagt? Mazur sagt, ideal, ja, kann sein. Boyen ist das einzige Ideal. Oder, und Efscher nicht. Efscher ideal und Efscher nicht. Er hat wie, er hat keine, das ist subjektiv. Ich meine es ja. Ja. Yeah. Das ist interessant. Nicht nur das, meine ich. Also er spielt sich dort mit der gewissen Relativism, ja, von Werten, aber gleichzeitig meint er, als Boyen ist das Einzige, was zählt, ja. Yeah. Also, ich meine, Idealism von der Praktik, sie ist das überhaupt möglich. Aber hat man dem Koyach? Ja. Von wann soll man ziehen die Inspiration? Zu Boyen, ja. Dem Koyach? Zu Boyen, ja. Und Gutmann, ja, Gutmann zum Beispiel ist sehr guter Moller, ja. Ist vor ihm. Es ist nicht, sie auf der Zimche sind nicht alle gleich. Nicht alle sind, sie sind auf verschiedene soziale Schichten, ja. Von die Gwirim und die arme Leute, ja. Und, etwas fällt. Ja. Dorten in und Samuel sucht Lodge und noch etwas. Ja. Bella euch. Bella sucht nach Liebe und er sucht ein Ideal. Ja. Ein Ideal. Ein Koyach, Lebenskoyach. Ja. Wow. 88, 80 Seiten. Wow. Sie gewinnen gut. Sehr gut geschrieben. Und wir werden sich aufstellen da. Sie will sich weiterlehnen, ja, aber wir stellen sich ab da. Und wir wollen sich aufstellen da und das nächste Mal wollen wir weiterlehnen in Kapitel 2. Wir wollen anheben. Ja. Das ist Seite 89. Gut. Ist ein Dank für Gucken. Derweil seid uns gesund und stark. Bleibt gesund. Nord Simches.